Hi Leute, willkommen in Teil 2 meines Videos mit dem Thermomix. Das geht natürlich weiter. Klar, wie schon gesagt, ich liebe dieses Ding. Man kann ja alles damit kochen machen. Und so. Und jetzt, ich hatte ja im ersten Video Eis gemacht. Jetzt mache ich Salat. Ich habe ihn jetzt durchgespült. Dann tut ihr einfach Wasser rein, so zur Hälfte. Dann wieder reinstellen. Einfach drehen auf 8, Stufe 8, 30 Sekunden. Und dann ist der tipptopp sauber, einfach mal Wasser auskippen, kurz nachspülen, fertig. Also einen auch ganz kleinen Schluck hier so Spülmittel und dann reicht's. Und dann ist der sauber. So, jetzt machen wir einen Brokkolisalat. Der ist lecker, ganz einfach, frische Sachen kommen da rein. Da kommen 300 Gramm Brokkoli rein, ein Röschen, also das sind 500 Gramm. Ich nehme den ganzen, weil was soll ich dann nehmen, im Übrigen 200 Gramm. So, dann eine rote Paprika. Ein rotes Apfel, Pinienkerne, ich habe hier Sonnenblumenkerne, Olivenöl, ja, ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer, Honig. So, fangen wir mal an. So, ich drücke hier auf weiter. Die Waage zeigt an. 300 Gramm Brokkoli. So, so ein grobes Röschen machen, das geht auch. Also muss so sein. Steht ich hier auch, 300 Gramm, dann drücke ich auf weiter. Paprika, die habe ich auch so in grobe Stückchen geschnitten. Das muss auch so, auch so sein, Entschuldigung. So, das ist drin. Ich drücke weiter. Apfel, Viertel. Ich habe das einmal geviertelt und dann nochmal so in Hälfte geschnitten. Weil ich habe das mal probiert in Viertelstücke und das war mir dann etwas zu grob. Dann drücke ich weiter. 30 Gramm Pinienkerne oder Sonnenblumenkerne. Waage es an. Wir geben es dazu. Ich mache ein bisschen mehr rein. So 50 Gramm. So, Olivenöl. 25 Gramm. Ich habe hier natives Olivenöl. So. 30. So. Weiter. So, Essig lassen wir aus. Honig. Ein Teelöffel Honig. Entschuldigung. So. Weiter. Senf. Also ich habe hier russischen Senf und er ist sehr, sehr scharf. Hier steht 1,5 Löffel, aber ich mache so die Hälfte vom Löffel, weil er doch so scharf ist. Ich nehme so, wenn man den deutschen, also den deutschen Laden nimmt, dann ist das, nimmst du scharf oder entweder die rote Tube oder die blaue Tube. Mir schmeckt das beides, also gar nicht, also ich nehme immer aus dem russischen Laden. So, ein Teelöffel Salz, ich mache das nach oben, Augenmaß, ich salze das einfach. Wenn es dann fertig ist und euch das Salz nicht reicht, könnt ihr natürlich nochmal nachsalzen. So, Pfeffer, halben Teelöffel. Weiter. Pfeffer ist drin. So, dann kommt der Deckel drauf. Das ist der Messbecher. Da steht auch Messbecher drauf. So, und jetzt 5 Sekunden auf Stufe 4. So. Jetzt wird das Ganze verrührt. Schon fertig. So, drücken wir auch weiter. Und jetzt gucken wir mal. So sieht das Ergebnis aus. So. Ich mache das mal so nach vorne mit mehr Licht. So wurde das jetzt zerhackt. Also wenn euch die Stücke,
bisschen grob sind, dann könnt ihr das ja nochmal, also mir sind zum Beispiel die Äpfel so ein bisschen, ja auch Paprika, ein bisschen grob. Ich tue den Deckel nochmal drauf, drücke hier weiter und dann mache ich hier beenden. Dann drücke ich hier und dann mache ich nochmal auf 4 Sekunden, nochmal auf Stufe 3. Das sieht doch schon etwas besser aus. Ich fülle dann gleich um und schon ist es fertig. Ihr könnt dann natürlich probieren, ob euch ausreichend Salz drin ist, Pfeffer, Öl und alles andere an Gewürzen, ob euch das so genügt. Und dann könnt ihr das nochmal verrühren per Hand dann und dann lasst es euch schmecken. Also frischer geht nicht. Es passt wunderbar zum Grillen im Sommer. Alles ganz, ganz schnell, ihr habt ja gesehen, wir haben keine Pause gemacht jetzt in der Zwischenzeit. Wir haben einfach alles reingeschmissen, Öl, Pfeffer, Salz, frisches Gemüse plus Apfel und einfach verrühren, 5 Sekunden, Stufe 4, das war's. Also Leute, lasst euch schmecken und jetzt als nächstes machen wir noch eine Karottenpaste. Das ist so ein Aufstrich fürs Brot, Baguette, auch für Grillen geeignet und ich bereite das jetzt erstmal alles schnell vor und dann geht es gleich weiter. So ihr Lieben, es geht weiter. Wir haben als nächstes, das ist schon dritte Rezept jetzt, Möhren-Tomaten-Aufstrich. Das ist ein Aufstrich fürs Brot, Baguette, egal was, aber es schmeckt richtig, richtig lecker. Ich habe das vor ein paar Tagen auf einer Präsentation von Thermomix probiert und das hat mir richtig gut geschmeckt. Das geht auch relativ schnell. Wir fangen an mit der Zubereitung. So, einfach starten. Da steht alles, was wir brauchen. Eine Schalotte, 120 Gramm Butter, dann 250 Gramm Möhren, in Stücke Tomatenmark, Thymian, Oregano, Salz und Zucker. Das war's. So, und jetzt starten wir. Eine Schalotte. Einfach reingeben. Einmal weiter, den Deckel drauf, weiter, dann für 3 Sekunden auf, Stufe 5. Fertig. Einmal drauf, einmal weiter. Genau. Dann mit der Spachtel alles runter tun. So sieht das aus. Dann, als ob das so in Würfel geschnitten wurde. Also der Thermomix erleichtert die Arbeit in der Küche enorm. Also das ist wie dieses Schneiden, dieses Tränen vergießen, jedes Mal nach Zwiebel schneiden. Das ist, damit ist das erledigt. So, 30 Gramm Butter in Stücke. Auch. Was genau, das gibt's doch nicht. 30 Gramm, wow, das ist ein Volltreffer. So, weiter. Und wieder der Deckel drauf. Wieder weiter. Dann für eine Minute, also eineinhalb Minuten, wird das jetzt auf Stufe 1 bei 120 Grad erhitzt und gekocht. So, die eineinhalb Minuten sind vorbei. Es klingelt. Einmal auch weiter. Dann stehen hier 250 Gramm Möhren in Stücken. Die habe ich hier auch schon so vorbereitet, in Stücke geschnitten. Genau 250 Gramm. Ich habe es davor abgemessen. Auch hier drinnen. So, dann weiter. Weiter. Dann kommt wieder der Deckel drauf. Jetzt noch mal 5 Sekunden auf Stufe 5.
rot leuchtet, dann bedeutet das, es ist heiß, ne? Okay. Weiter. Einmal die Spachtel nehmen. Alles nochmal runter drücken. So, ich weiß nicht, sieht man das? Weiter. 90 Gramm Butter. Ich habe hier den normalen Tomatenmark, 120 Gramm. Weiter. Thymian, den lassen wir aus, haben wir jetzt gerade nicht da, Oregano auch nicht, aber Salz. Da steht ein Teelöffel, also ein bisschen mehr. So, weiter. Und diese Zucker kommt da. Also ganz, ganz leicht. So, weiter. Kommt wieder der Deckel drauf. Weiter. Und jetzt wird er 6 Minuten auf 90 Grad. Der kocht auf Stufe 1,5, glaube ich, war das. Ne, 2. Stufe 2. Und das Ergebnis zeigen wir euch gleich. So, die 6 Minuten sind vorbei. Es piept wieder. Wir drücken auch weiter. Lassen Sie den Messbecher eingesetzt. Ja, der ist drauf. Wählen Sie Gila. Für 10 Sekunden nochmal auf Stufe 10. Ich glaube, da wird es nochmal verrührt. Nochmal ein bisschen feiner gemacht. Zirkuliert. Genau. So, weiter. Es ist fertig, es ist vollbracht. So. Oh, guck mal. Und der Geruch. Ja, es gibt ja keinen Geruchsfernseher, ne? Aber, Moment, ich mache es mal ab. So sieht das dann püriert aus. Ich fülle es gleich um in eine Schüssel. Und dann kann man das auch schon warm, so wie es jetzt ist, auf Brot schmieren, als Dip nehmen. Ganz egal, wie ihr mögt. Und wird, es schmeckt wunderbar. Also wer keine Karotten mag, ja, dann müsst ihr euch was anderes. Es gibt ja so viele verschiedene Dips und hier in dem Gerät sind so viele Dips auch schon. Die Rezepte sind auch schon drinnen. Das ist jetzt, das Modell ist jetzt ungefähr 2-3 Jahre alt. Aber seit diesem Jahr oder Ende letzten Jahres gibt es schon das neuere Gerät. Und da ist mehr. Das Display ist etwas größer. Auch Rezepte sind ein bisschen mehr drin, auch klar an Dips und alles Mögliche. Es gibt ja noch Aufsätze, aber sehe ich hier gerade nicht, aber naja, brauche ich ja jetzt auch nicht. Wir machen gleich auch noch ein Getränk und das zeigen wir euch auch gleich. Also viel Spaß beim Nachmachen, wer ein Thermomix natürlich besitzt. Viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch schmecken. Und zuletzt machen wir jetzt noch eine Erfrischung, Zitronenlimonade.
Da brauchen wir 2 bis 3 unbehandelte Zitronen, 100 Gramm Zucker, ungefähr so 10 Eiswürfel und 1 Liter kaltes Wasser. Fangen wir an. Drücken wir weiter. So, ich habe hier 3 Zitronen, ungeschält und halbiert. So, die schmeiße ich schnell rein. Dann weiter. Erstmal 1/2 Liter Wasser. So, gekühlt. Dann weiter. Und dann 100 Gramm Zucker nach Geschmack steht hier. Ich mach mal 100. Dann mache ich mal ein bisschen weniger. So, machen wir mal 70. Dann können wir noch immer weiter gucken. So, Messbecher. Messbecher festhalten. Aha. So drauf und dann festhalten. So, jetzt für 2 Sekunden auf Stufe 10. So. Jetzt kommt da der Rest des Wassers rein. So. Da ein Salz anhängen. Aha. Gut. Dann machen wir das mal. Wieder so anhängen. Ich glaube so, oder? So. So. Ja, ein Satz mit. Wo ist denn meine Spachtel? Moment. Tschüss. Ne? So, es ist jetzt fertig. Ich habe jetzt den Siebaufsatz dran gemacht. Dann habe ich hier eine Karaffe. Das fülle ich jetzt um. Das riecht schon sehr nach Zitrone. Und die Eiswürfel tue ich jetzt auch mit rein. Also ich glaube im Sommer, da, wir haben ja jetzt, was haben wir jetzt? Heute? Ach, Schaltjahr, 29. Februar, alles klar. So, aber ich denke mal im Sommer ist das ideal. Ich schmeiße jetzt da Eiswürfel rein. Ich denke mal, ich rühre das gleich nochmal um, dass es das Kühle sich verteilt hier dann im ganzen Becher. Eventuell da noch mehr Eiswürfel rein tun. Und dann ist es schon fertig. So schnell geht das. Also, ich glaube, ihr könnt das auch, wer jetzt kein Thermomix besitzt, kann das auch Zitrone einfach ausdrücken. Oder wer eine Küchenmaschine hat, kann das ja auch dann da zerkleinern. Und dann auch mit Wasser. Und dann einfach durchsieben in einen Krug. Eiswürfel dazu, fertig. So ihr Lieben, das waren so meine Lieblingsrezepte, die ich gerne mit dem Thermomix mache. Wollte ich euch nur kurz vorstellen. Ihr habt es ja gesehen, es geht richtig schnell. Es sollte ja keine Werbung für Thermomix sein, aber für mich, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich würde auch in Zukunft, wenn ich mal zu meiner Mutter komme, auch dann irgendwas anderes für euch machen. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr gerne damit sehen möchtet, was soll ich damit kochen. Das werde ich dann ausprobieren natürlich. Es gibt ja, hat ja noch andere Aufsätze für Fisch, zum Gareinsatz, also verschiedenes. Wir wollen heute noch auch noch Milchreis machen eventuell oder Grießbrei. Das brennt da drin gar nichts an. Aber das kommt heute nicht im Video, weil das machen wir jetzt nur so für uns. Aber wenn es euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal weiterhin, bleibt unserer Seite treu, unserem Kanal treu bleiben.
Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal mit neuen Videos. Darauf freuen wir uns. Auf Wiedersehen.